Meeting. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz zum heutigen Europapokal Viertelfinale. Wir haben gesehen vor 2500 Zuschauern. 1:0 vom FC Big in München nach dem FC München. Zu meiner Linken begrüße ich ganz herzlich Gästetrainer Maurizio Jacobacci. Du bist bei uns normal. Maurizio, du hast das erste Wort. Wie hast du das Spiel gesehen? Eigentlich schlecht. Ich glaube, wir müssen heute enttäuscht sein mit der Leistung des Teams. Sicher haben wir uns das anders vorgestellt. Gratuliere dem FC Pippenslied zum Halbfinaleinzug. Aber das Spiel in sich, klar, da man nach 5 Minuten am stehenden Ball bekommen wir ein Tor, haben dann trotz allem praktisch eine ganze Spielzeit Zeit, um ein oder zwei Tore zu schießen. Die erste Halbzeit war eigentlich viel zu wenig. Wir haben vielleicht zwei Möglichkeiten, um ein Tor zu erzielen. Der Tarsis Bonga oder der Albi Frenesi haben die Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Aber ganz klar zu wenig in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit haben wir doch einige Möglichkeiten, auch mit Lackenmacher. Dann noch dazu den Elfmeter, den wir dann auch nicht verwerten. Sicher sehr, sehr, sehr enttäuschend. Und ich kann mich nur entschuldigen für die Leistung, die mein Team abgerufen hat. Es war nicht eine B-Mannschaft, ja, ganz klar nicht. Wenn man bedenkt, wir hatten Bilder im Tor, wir hatten Glück, wir hatten Leroy, wir hatten einen Steinhardt, wir hatten einen Kurt, wir hatten den Frey, den Tanner im Mittelfeld, wir hatten einen Bonga ganz vorne im Sturm oder wir hatten einen Ludwig, der in der letzten Zeit auch gespielt hat, den Frenizi, der auch eigentlich auch ein Stammkraft ist. Also wir hatten ein Team auf dem Platz, das eigentlich mit diesem Spiel hätte besser sich präsentieren sollen. Und darum gratuliere FC Pippenslied zum Einzug. Danke, Maurizio. Jetzt gebe ich weiter an unseren Coach Martin. Deine Analyse bitte. Ja, erstmal Servus in die Runde. Auch danke für die Glückwünsche. Ich glaube, man hat in den ersten Minuten schon gesehen heute, dass wir schon auch einen mutigen Ansatz wählen wollten, dass dann am Ende natürlich ziemlich viel zusammenkommen muss an so einem Tag wie heute, ja, dass man das Quäntchen Glück auf seiner Seite braucht. Das ist, denke ich, klar. Aber ich finde, gerade in der ersten Halbzeit war die Führung auch gar nicht unverdient für uns. Und in der zweiten Halbzeit, klar, nach der roten Karte war es dann eine reine Abwehrschlacht. Wie gesagt, klar, das Quäntchen Glück auf unserer Seite mit dem Elfmeter. Aber ich finde, im Großen und Ganzen, was die Jungs da heute auf den Platz gebracht haben, ja, wie sie wirklich ihr Herz auf den Platz gelassen haben, wie sich keiner zu schade war, irgendwie nochmal einen Meter zu machen, auch von draußen, wie alle mitgefiebert haben. Das, ja, macht mich unfassbar stolz, was die Jungs da heute geleistet haben. Und vor allem freut es mich für die ganzen Helfer hier im Verein, wenn man weiß und wenn man das gesehen hat, die letzten Tage und Wochen, was hier investiert wurde in Zeit, ehrenamtlich, um das hier alles heute auf die Beine zu stellen. Dann freut es mich einfach extrem, dass wir als Mannschaft da ein Stück weit von dieser Unterstützung einfach euch zurückgeben konnten. Und jetzt sollen einfach alle den Tag genießen. Danke dir. Dann geht es mit mir frei. Wer will als Erster? Bitte beide, gell? Ja. Herr Jacobacci, Sie hatten ja offensichtlich das Blamage-Potenzial in dieser Partie erkannt.
haben am Freitag in der Pressekonferenz gesagt, dass 60 nicht das gleiche Leben will wie Bayern und Saarbrücken. Warum haben Sie dann den gleichen Fehler gemacht und warum haben Sie nur einen Spieler vom Sieg in Saarbrücken aufgestellt in der A-Mannschaft? In der Startelf. Ich habe Ihnen die Namen aufgezählt, die gespielt haben. Ist Hiller eine B-Mannschaft? Ist Frenesi eine B-Mannschaft? Ist Glück eine B-Mannschaft? Ist Leroy eine B-Mannschaft? Soll ich weiterfahren? Das war ja nicht eingespielt offenbar. Nicht eingespielt? Nicht eingespielt. Es wird so. Was sollen die Spieler denken, wenn sie so eine Frage gestellt bekommen? Sind sie nichts wert? Haben sie keine Chance gegen Pittensee zu bestehen? Diese Spieler, die auf dem Platz standen? Ich fand sie nicht besser als ein Bayernligist. Dann ist es mein Fehler, dass ich so eine Mannschaft aufgestellt habe, dass ich denen nicht vertrauen darf. Das ist eine Mannschaft, die eigentlich in der Drittliga spielen kann. Mit der Leistung? Ich rede nicht von der Leistung, vom Potenzial. Sie finden, Frenesi hat kein Potenzial. Um was geht es da? Hallo, um was geht es da genau? Darum, dass man anscheinend den Gegner unterschätzt. Unterschätzt? Bei uns darf niemand jemand unterschätzen. Es ist auch eine Antwort auf meine Sachen. Ich werde sie zur Kenntnis nehmen. Für die Zukunft. Aber wenn ich nicht eine solche Mannschaft aufstellen darf, im Toto-Pokalspiel, dass sie zu spielen kommen, dass sie Minuten haben in den Beinen, dass sie sich präsentieren können für höhere Aufgaben. Was ist denn dann für ein Kader? Sie finden den Kader nicht gut, okay, alles klar. Aber es hat Spieler, die haben die letzten Spiele auch gespielt. Frenesi war gesperrt, sonst hätte er vielleicht auch gespielt. Der Glück, der hat auch gespielt. Ist einer der wenigen, der seine Leistung abgerufen hat heute. Okay.